Guten Tag. Ich habe gestern mit meiner Frau diesen Radiowecker gekauft, aber er funktioniert nicht. Er geht überhaupt nicht an. Er geht nicht an? Darf ich ihn mal sehen? Sicher. Hier, bitte. Also, wo ist denn die Steckdose? Ach, hier. So, jetzt einschalten. Ah, der Schalter steht schon auf ein. Ich mache ihn mal aus und wieder an. Nichts. Sehen Sie, er ist kaputt. Kann ich ihn umtauschen? Tja, Sie haben recht. Irgendwas ist kaputt. Da bekommen Sie natürlich einen Ersatz. Haben Sie Ihren Kassenbon dabei? Ja, natürlich. Und hier ist auch der Garantieschein. Gut. Einen Moment bitte. Ich bin gleich zurück und bringe Ihnen einen neuen Wecker. Den testen wir gleich hier. Also wo bleibt er nur? Wo bleibt er denn nur? Ich hoffe, der Mann ist bald da. Jetzt ist es schon 3:45. Er kommt bestimmt gleich. Ich gehe mal ans Fenster. Oh, gerade fährt ein Wagen auf dem Parkplatz. Und? Was siehst du? Das war wohl nichts. Ich sehe, dass der Wagen schnell weiterfährt. Oh nein. Es ist so wichtig, dass der Techniker rechtzeitig kommt. Ja, sicher. Er kommt bestimmt. Sie haben gesagt... Ja. Sie haben gesagt, bis 4 Uhr ist auf jeden Fall jemand da. Aber letztes Mal sind Sie doch auch zu spät gekommen, oder nicht? Doch. Es stimmt, dass der Kundendienst letztes Mal zu spät gekommen ist. Aber heute sind Sie bestimmt pünktlich. Was ist? Siehst du etwas? Ja. Jetzt sehe ich, unten hält ein Wagen. Das ist der Mann, glaube ich. Psst, sei doch mal leise. Da, hörst du's? Ich höre Schritte auf der Treppe. Oh ja, hoffentlich ist er das. Jetzt haben wir nur noch 15 Minuten. Hoffentlich schafft er die Reparatur so schnell. Firma Breuer. Guten Tag, Frau Lindner. Guten Tag. Kommen Sie doch bitte herein. Na, wo ist denn das Problem? Hier, im Wohnzimmer. Guten Tag. Der Apparat funktioniert nicht. Ich habe alles versucht, wirklich. Und in 15 Minuten kommt auch das Fußballspiel. Glauben Sie, Sie schaffen das so schnell? Mal sehen. Das kriegen wir schon. Also, Sie sagen, das Gerät funktioniert überhaupt nicht. Sind Sie sicher, dass es eingesteckt ist? Ja, natürlich, ganz sicher. Hier unten an der Steckdose. Ja, der Stecker ist fest in der Steckdose. Kann ich mal bitte die Fernbedienung haben? Ja, Moment. Hier, bitte. Gut, dann sehen wir doch mal nach. Die Batterien liegen richtig. Wann haben Sie die Batterien zuletzt gewechselt? Noch gar nicht. Das Gerät ist doch erst 2 Jahre alt. 2 Jahre? Dann wechseln wir die Batterien doch mal. Ich habe welche dabei. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Welches Programm hätten Sie denn gern? Das erste, denn da kommt jetzt gleich... Ich weiß. Sie wollen bestimmt das Fußballspiel sehen. Ja, klar, Fußball. Aber geht denn der Fernseher jetzt wieder? Ja, sicher. Die Batterien sind neu. Die Fernbedienung ist okay. Hier, schauen Sie. Und jetzt schalten wir ins Sportstudio und wünschen Ihnen, liebe Zuschauer, spannende Unterhaltung bei der Champions League. Super, wie Sie das gemacht haben. Großartig. Wunderbar. Haben Sie vielen Dank. Keine Ursache. Dann gehe ich jetzt. Auf Wiedersehen. Ja, jetzt fängt es an. Danke. Wiedersehen. Hallo Martina, hier ist der Alfred. Ich habe deine Karte gekriegt, kann dich leider nicht am Flughafen abholen. Ich bin am Mittwoch in Bremen. Ich beschreibe dir mal, wie du zu mir kommst. Das ist ganz einfach. Du gehst am Flughafen zu den S-Bahn-Linien. Da gibt es eine Flughafenlinie. Das ist die Linie 6. Mit der kannst du direkt nach Passang fahren. Da ist die Endhaltestelle. Du brauchst also nicht am Hauptbahnhof umsteigen. Wenn du am Passanger Bahnhof ankommst, dann musst du nur aufpassen, dass du nach links gehst. Dann kannst du die Straße geradeaus weitergehen. Das ist die Bäckerstraße. Dann siehst du auf der linken Seite eine Kirche.
Da gehst du vorbei und dann kommt eine Querstraße, das ist die Gräfestraße. Da gehst du rechts weiter, bis zur Hausnummer 108. Und dann läutest du bei Bauer. Frau Bauer, das ist unsere Hausmeisterin. Bei der habe ich den Schlüssel gelassen. Ich wohne im 5. Stock. Wie kriegst du denn alles her? Es ist auch was zu essen im Kühlschrank für dich. Ich komme dann am Donnerstagmittag aus Bremen zurück. Ja? Ich freue mich. Ja? Hallo Mutti, ich bin's. Oh, mein Kind, das ist aber schön, dass du anrufst. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ach Mutti, du sollst dir doch nicht immer Sorgen machen. Wie geht's dir denn? Mir geht es gut, ja, es geht mir gut. Und euch? Wo seid ihr denn? Ist das Wetter schön? Habt ihr ein gutes Hotel? Was machen die Kinder? Es ist alles in Ordnung. Wir sind in der Schweiz, das weißt du doch. Und das Hotel ist prima. Nur, wir haben kein Telefon auf dem Zimmer. Wenn etwas ist, kannst du aber die Rezeption anrufen. Wieso anrufen? Was soll denn sein? Du kannst doch immer mal anrufen. Komm, Mutti, bitte. Schreib dir die Telefonnummer auf. Ja, gleich. Jetzt erzähl doch erst mal, wie war denn die Reise mit den Kindern? Die zwei waren ganz brav. Erst haben sie im Auto noch geschlafen und dann haben sie die meiste Zeit gelesen. Gelesen? Die zwei können doch gar nicht lesen. Ja, aber sie sagen, dass sie lesen. Sie haben sich Bilderbücher angeschaut. Das ist für sie Lesen. Ach so. Und wie war die Fahrt? Sehr anstrengend. Wir haben lange gebraucht, weil wir vor der Grenze 3 Stunden im Stau gestanden haben. Oh Gott, 3 Stunden? Was war denn los? Ein Unfall? Nein, es hat sehr stark geschneit. Der Schnee kam ganz plötzlich. Kurt ist gefahren. Der war ganz schön fertig, als wir ankamen. Na ja, zum Glück ist nichts passiert. Und wie ist das Wetter jetzt bei euch? Schneit es noch? Nein, heute scheint die Sonne, aber es ist ziemlich kalt. Heute früh hatten wir -12 Grad. Oh Gott, so kalt. Hast du die Kinder warm angezogen? Aber ja, Mutti. Mach dir keine Sorgen. Die Kinder haben viel Spaß. Gestern haben sie einen Skikurs angefangen und sie können... Was? Du schickst sie zum Skikurs? Aber Kind, ist das nicht zu gefährlich? Sie sind doch noch so klein. Ach was, in der Schweiz lernen die Kinder schon als Babys Skifahren. Da sind unsere schon groß. Außerdem bleiben Kurt und ich immer in der Nähe. Pass nur gut auf. Hast du die Kinder dabei? Gib sie mir mal. Ja, gleich. Sie wollen auch mit dir telefonieren, aber zuerst schreibst du dir die Telefonnummer auf. Hast du einen Stift? Das ist 0041.